So, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Zunächst einmal möchte ich anmerken, ja, wir befinden uns wieder an einer anderen Stelle als vorher, weil ich habe schon eine Aufnahme gemacht und die ist leider nichts geworden. Ihr habt nicht viel verpasst, ich habe auch noch nicht die ganze Aufnahme aufgenommen. Ich habe nämlich schon früh gemerkt, dass die nichts wird. Ihr habt eigentlich nur eine Rutschpartie verpasst, nämlich diese da. Und ich möchte nochmal eine Anmerkung machen zu... Was war das? Zu dem Schirm. Der ging ja letztens nicht. Haben wir ja... Beziehungsweise die ganzen letzten Folgen ging ja nicht. Seit wir in dieser Welt sind. In dieser Frost- und Unterwasserwelt. Und ich bekam den Hinweis, dass er doch gehen soll. Deswegen möchte ich mal mit euch... Moment, muss mal kurz... Was verschieben hier auf dem Schreibtisch? So. Möchte ich mal mit euch in die Option gehen, weil es kann ja sein, ja, es kann ja sein, dass ich aus Versehen die Taste für den Schirm umgestellt habe, es aber nicht gemerkt habe. Schauen wir mal. Die Taste für den Schirm ist... Ich hoffe, ich Fernangriff und Nahkampf verwechseln. T-Kanone. Okay, jetzt wissen wir schon... Jetzt wissen wir schon die nächste Waffe, die T-Kanone. Naja. Hätten die nicht spoilern dürfen. Regenschirmblock. E. Hab ich's gemacht. Immer wieder. Naja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir jetzt weitergehen. Hier... Ja. Hier war ich schon. Und hier sieht es nett aus. Ich weiß nicht, was da jetzt alles noch kommt. Ich weiß es nicht. Ist da jemand? Da ist nur so ein Snack oder so. Auf jeden Fall war hier eine Party. Und jetzt gehen wir nämlich erstmal hier lang. Das war nämlich jenes, was ich zuletzt gemacht habe. Ja. Wo ich gemerkt habe, nein, die Aufnahme wird nichts. So. Holen wir uns diese Plattform her. Oh. Fail. Naja, egal. Hoppa. Bloß auf dem Plattform bleiben. Mit der Tastatur-Steuerung... Ja, was soll ich sagen? Sehen nicht ganz einfach. Aber... Mit dem Controller dürfte die auch nicht viel einfacher sein. Da bin ich mir sicher. Ich kenne mich mit Controllern aus. Jedenfalls mit dem PlayStation-Controller. Xbox-Controller, den hatte ich bisher nur einmal in der Hand. Daher kann ich mit dem nicht umgehen. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! So, und ich dachte immer, da ist ein Wort vergessen oder so. Aber nein, das ist, so. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt besser durchkommen. Problem ist einfach wirklich dieser Gegner da hinten. Dem Fall. Ja, was gibt es hier zu gewinnen? Ihr könnt euch denken, hier bekommen wir noch eine... Ja, hier bekommen wir höchstwahrscheinlich die letzte Farbe für die Rose. Das nimmt der letzte Radular-Raum in dem Areal hier. Und ich will es noch... Ah, was zum... Der Schirm ist wieder verfügbar? What the hell? Übrigens, mit Tab können wir das Ziel wechseln. Nur leider habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Uah. Hui. Erstmal erledige... Ich weiß... Also das Spiel ist manchmal sehr seltsam. Hier kann ich den Gegner zum Beispiel nicht ausnocken, wie normalerweise. Und auf einmal ist der Schirm wieder verfügbar. Also ich... Würden wir das verstehen? Jetzt ist der Gegner angreifbar. Puh. Oh oh. Mist. Hier bin ich einmal zu wenig ausgewichen. Es ist scheiße, wenn die beiden Gegner zusammenstehen. Da komme ich aus dem Ausweis nicht mehr heraus. So, und diesmal gilt es übrigens einfach alle Kämpfe zu gewinnen.
Das hätte lustig gewirkt. Na, irgendwie doch noch ausgewiesen. Wisst ihr, was lustig ist? Danach gibt's noch einen. Uah. Ja. Okay, jetzt kommt der. Also ich habe keine Ahnung, warum sie auf einmal wieder verfügbar sind. Puh. Und? Also warum das hier auf einmal wieder da ist. Oh. Was? Das war ja unfair. Wegen der T-Taste da konnte ich nicht ausweichen. So. Okay. Ja. Das ist ein Scheiß-Level, sag ich mal. Das ist ein absoluter Scheiß-Level. Weil die Kämpfe sind recht schwer. Aber ich will verdammt nochmal diese Rose. Bisschen was ist die Farbe für die Rose. Aber warum? Aber das Spiel verwirrt mich einfach. Es verwirrt mich wirklich. Entweder ist das doch verfügbar oder nicht verfügbar. Oder dieses geht nicht, oder jenes ist möglich. Ah. Hier muss ich ausweichen, weil der Gegner nervt, der Große. Haha. Man darf nur angreifen, wenn der... Wenn er das Auge geöffnet hat. So. Nächster. Ich sagte nächster und nicht großer. So. Ja, jetzt auf einmal kann sie... Okay. Ich will das auch nicht mehr verstehen. Wovon hängt es ab, wann ich die treffen kann und wann nicht? Also ich will es... Das Spiel macht mich fertig. Wenn mir jemand erklären kann... Wovon es abhängt, dass ich die T-Tasten mit der Pfeffermühle angreifen kann und wovon nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel verwirrt mich nur noch. Jetzt ihn. So, losgeworden sind wir den. Oh oh, Moment. Und? Achso, der setzt einen Feuerball ein. So. Kann sein, dass wir die ganze Folge verschwenden werden mit dem Schaffen des Raums. Kann sein, aber... Naja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Dann kommen wir mal in dieser Folge halt nicht so weit. Gut. Und? Komm her. Sieh doch. Ich bin ready. Ich habe aber eine Vermutung. Aber ich glaube, das habe ich auch schon getestet. Könnt ihr mal prüfen, ob ich das schon probiert habe. Meine Vermutung wäre nämlich... So. Sonst sieht es wesentlich besser aus. Komm her. Oh nein.
Ja. Was zur Hölle ist... Ah. Nee, das ist ein heftiger Raum. Ich will es versuchen... Ja, ich will nicht die ganze Videozeit damit füllen, ja. Und... Kann... Ich weiß es gerade nicht mehr... Kann sein, dass ich auch die ganze Zeit geschwiegen habe, weil ich das schaffen wollte. Ich mache euch ein Angebot, ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns dann gleich, wenn ich den Raum geschafft habe. Egal, wie lange es dauert. Eventuell nehme ich es jetzt am nächsten Tag erst wieder auf. Wir werden sehen. Bis gleich jedenfalls. Leute, hier bin ich wieder. Und ihr könntet euch hören, dass ich nicht begeistert klinge. Ihr habt es geschafft, aber auch nur mit ganz viel Taktik und Ausweisarbeit. Ich kann nur sagen, wenn das später so auch weiterhin so heftig wird, dann überlege ich mir, es nicht vielleicht später sein zu lassen mit diesen, ja, Rosenfarben. Alter, war das eine schwere Geburt. Muss ich aber erstmal sagen, boah. Diese... Wie hießen die spinartigen Tekan? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, aber ihr wisst schon, was ich meine wahrscheinlich. Die konnte ich ja noch mit der Pfeffermühle aus der Ferne attackieren, aber dann nervte der Große immer wieder und ach und krach und ich kann nur hoffen, dass es auch später noch recht gut klappt. Sonst sehe ich kein Land. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt endlich die Rosenfarbe und damit eine neue Rose. Dafür, dass wir teilweise immer mehrere verlieren, ist es aber ein bisschen wenig. Egal, wir haben es geschafft. Und ich will nicht in Frage... Und ich will nicht auch noch jetzt gierig sein, jetzt wo wir es geschafft haben. Bisschen apropos gierig. Na gut, ich wollte eigentlich nur diese Szene einsammeln hier gerade. Das konnte ich mir ja leisten. So. Gut. Aber ich würde sagen, hier sind wir fertig. Wir haben jetzt alle Rosenfarben aus diesem Level geholt und auch, wie ihr hier sehen könnt, alle Radular-Räume geschafft. Es fehlt uns noch eine Erinnerung in dem Level. Und vier... Nein. Drei Schnauzen, weil da eben eine Schnauze ist, die sich nicht immer zeigen will. Ungefähr hier. Genau. Gut, dass man die auch erwischen kann, während die noch unsichtbar ist. Da haben wir die letzte Erinnerung. Wunderbar. Direkt hier vorne. Yay. Nein, das ist eine Flasche. Bin ich doof. Das ist keine Erinnerung. Ich habe übrigens jetzt das Ziel wechseln auf die andere zweite Maustaste, auf die andere seitliche Maustaste gelegt. Weil ich denke... Das geht doch viel besser als hier etwa die Grundsteuerung. Da muss ich ehrlich mal Kritik üben. Ausweichen auf, ne, hier, auf Shift. Dann, was soll Ziel wechseln auf Tab? Schrumpfen brauchen wir ja nicht im Kampf, zum Glück. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Die Steuerung ist... sehr verkrampft und ist auf jeden Fall nichts für mich. Gut, dass ich meine Maus habe, die ich mit Zusatztasten belegen kann, wenigstens mit zwei. Da habe ich jetzt das Anvisieren und das Ziel wechseln draufgelegt. Ah. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Hm. Und hier sieht es lustig aus, wie nach einer Schlachtparty. Als hätten hier, genau, als hätten Metzger hier eine Party gefeiert. Und was haben wir jetzt hier? Oh Gott, wartet jetzt ein Boss auf uns. Und ruckel, ruckel? Leist hat's gerade geruckelt. Ah, da sind sie ja alle. Da ist der Fisch, da ist... Da sind sie alle. Ach, da können wir nicht lang.
Jedenfalls noch nicht. Denke ich mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt hier lang zu der Show. Fassboden. Bisschen was zu den beiden. Die sagen nichts. Ah, okay, da ist die Show. Wir sind also praktisch wieder hier. Gut. Dann schauen wir mal. Ladies and Gentlemen! Willkommen zur Show! Wenn das... Dann schauen wir uns die mal an. Ich bin jetzt mal still, solange die Show läuft. Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talarengezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode, dazu noch Leid. Los, das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit, nasses Ende, Stich ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen, jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Werk beschwerlich hart, der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen und das Festmahl kann beginnen. Was will er uns damit sagen? Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Will er etwa... während das Wunderland zerstört wird. Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wir haben diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt. Wo kommt er her? Er kam, als du ankamst. Und er ist doch schnell hier, als du es dir vorstellen kannst. Der Tod deines Traums! Die Raupe! Die Raupe? Vielleicht ist die... Tja, der Zug der Zerstörung ist mal eben hier wohl durchgefahren und hat dem Ganzen wohl ein Ende gesetzt. So, das war eine sehr interessante Show. Ah, und wir sind wieder im Wunderland. Genau, das hier ist das Wunderland, das andere ist die Realität. Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Und das Feuer. Wenigstens sonst keinen Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag im Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ah, das ist die Musik aus dem Intro. Nur ein bisschen verändert. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer?
Also wirklich. Sieh mal, Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Okay. Ein bisschen Storyline muss ja auch mal sein. Das reimt sich irgendwie. Gut, jetzt kann ich die Steuerung übernehmen. Es war gerade ein wenig irritiert, weil es die Kamera nicht bewegen konnte. Jetzt kann ich sie wieder bewegen. Aber ich mach auch an dieser Stelle schon einen Cut, weil die Aufnahmezeit ist rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns weiter umsehen. Und irgendwie kommt mir die Musik gerade ein bisschen laut vor. Ich hoffe, ihr habt mich generell bisher verstanden. Ich drehe sie noch ein bisschen runter. So. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, an dieser Stelle macht's einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alice Madness Returns. Übrigens, wir sind in Kapitel 3. Also, bis dahin. Ciao.